Heute wird es bestimmt alles andere als ein entspannter Tag, denn heute steigt das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Pierre Gasly von der Pole. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Bottas, Sergio Perez und Verstappen. Vettel, Stroll, Leclerc und Carlos Sainz. Ocon, Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher. Das Ass, Michael, Nikita Mazepin und Kimi Räikkönen. Russell und Nicolas Latifi. Freut mich an der Position, jetzt im Regen zu fahren und im Qualifying nicht weiter als Q1 zu kommen. Geil. Boah, Leute, ich habe gar keinen Bock. Es soll regnen, es soll hier regnen, es soll später regnen. Wir sind im zweiten Rennen. Ha. Barcelona, Spanien. Wir fahren jetzt ganz schnell auf Rot raus, weil es scheinbar gleich regnen soll und wir müssen jetzt einfach mal eine Zeit setzen. Wäre krass, wenn es funktioniert. Im Rennen gibt es auf jeden Fall Regen, da habe ich gar keine Lust drauf. Also ja. Spanien eh so eine Strecke. Ist man sich ein bisschen unsicher, ob das gut funktioniert oder nicht. Vor allem nach den Ereignissen letzten Males. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hotlap startet jetzt und Vettel ist direkt hinter mir, Junge. Und bei... Oh nein, es kommt gerade einer aus der Boxe raus. Die Hotlap startet bei mir auch. Perez, oh nein, ich schaffe wieder Perez, der hat ja schon... Abu Dhabi, den habe ich schon so vor mir. Abu Dhabi, ja. Bahrain, Junge. Ich bin schon am Ende, ja. Schon am Ende. Nach dem Rennen letztens, es reicht. Also die erste Kurve war geil, die zweite war richtig schlecht. Also der wird kacke genommen. Ich scheiße auf meine Reifen, Junge. Ich baller hier aber sowas von Shepard alles rein. Komm, Perez. Nein. Alter, Alter, Perez, ist es dein Ernst? Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Ich fahr wie der letzte Krüppel, Junge! Das ist so ein Witz. Und da kommt noch Sektor 3, der ist doch eh immer scheiße, Digga. Oh ja. Na, bei dir ist aber immer alles gut. Bei mir ist immer alles scheiße. Ich fahr wirklich schlecht gerade. Ich auch. Huh. Oh mein Gott. Platz schöner Quersteher. Boah, Alter, ich wurde. Mir ist einer hinten drauf gefahren. Platz 5. Oh, ich bin nicht gut unterwegs. Ich bin jetzt schon auf Platz 8 runtergerutscht. Ich glaube, ich muss da mal rausfahren. Ich fahre definitiv nicht normal. Wenn es knapp werden könnte. Ja, knapp. Platz 15, ich bin 5. Das reicht, Digga. Tschüss. 13. 17. 14. Digga, Mick Schumacher hat mich überholt. Ja, guten Morgen an der Position. Ja, jetzt muss ich auch nochmal rausfahren, oder? Nee, nee. Ich will nicht, ich hab Reifen und so, ey. Ich glaube, ich kann mich schon theoretisch noch 2-3 Zehntel verbessern, aber ich muss gleich nicht, mal auf. Definitiv die... nicht. Also sowas, ja, also ja. Jetzt ist noch eine bessere Runde, weil ich keinen krassen Fehler gemacht habe. Mehr, also das ist Maximum. Die Runde war für meine Verhältnisse echt gut gerade. Mit Platz 13. Jetzt gewonnen. Also mehr ist nicht drin. Das ist komplett alles, was geht. Ne, du wärst genau 15. Du wärst genau 15. Frage ist, fahre ich jetzt dafür mit? Ne, ich bin glaube ich auch raus dadurch. So, wir sind beide raus tatsächlich, Jan und ich. Also nicht in Q2 weiter. Jetzt kann man hier zugucken. Im Endeffekt ist gerade am Regnen und die fahren aber noch mit Trockenreifen. Also es wäre sowieso super hässlich geworden. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn wir von weit hinten starten. Das letzte Rennen, wenn wir von weit vorne starten, lief schon nicht gut. Und jetzt von weit hinten. Ja, naja. Das ist mau. Blau, ich bin relativ schnell raus. Einführungsrunde ist, glaube ich, meine beste Runde jetzt hier. Weiß ich noch nicht, werden wir dann sehen. Kann, ja, für die noch nicht einmal gut. Eben, kann sein, dass ich mich auch hier wegdrehe.
Alter, okay, das ist echt. Oh mein Gott! Ja, ja, bei mir auch. Ja, okay, los, war schlecht! Du wirst beim Start etwas bei mir auch. Der fragt schon extra, ja, es war nicht gut. Nee, ich sehe mich gleich schon auf Platz 20, dann rammt mich noch jemand weg, dann ist mein Reifen direkt weg. Und Alter, die Kerntemperatur! Ja, es hätte halt bei Rhein, hätte einfach besser laufen müssen. Und wenn hier kein Regen wäre, dann wäre noch ein bisschen was drin. Also wie gesagt, der Leistungsunterschied ist halt zu merken, leider. Deutlich auch. Aber dann wäre es trotzdem noch besser. Ich habe in diesem Rennen halt einen Fehler gemacht im Bezug Setup. Ne? Also da hätte ich viel, viel genauer arbeiten müssen. Und ich habe da zwei, drei Sachen kurz gedrückt, die einfach in dem Fall doch nicht gut waren. Also da hätte ich... Ja, ich hätte einfach was besser machen müssen, muss ich sagen. Viel Glück. Ja, wünsch dir auch. Boah, ich war so ganz, ganz vorsichtig. Oh, mein Reifen ist ab. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Zack. In die Wand. Wir müssen langsamer werden. Ist das dumm, Alter. Das war so geil, der Spruch, Digga. Tut mir zwar leid, dass ich jetzt lache, aber das war schon... Ich probiere ganz, ganz so den Zack greifen. Ja, ach man. Ach, oh man. Ja, Safety Car ist da, ist cool. Sag mal, bin eh auch letzter, also es war ja klar, dass mich alle am Start überholen. Ich starte ja generell immer schlecht, aber auch so war schon lost. Mann, hab ich jetzt Bock. Nicht. Ja, ich reiß eh nichts. Ich kann eigentlich gleich in die Wand fahren, Alter. Einfach nur, dass ich jetzt hier mitfahre. Das ist einfach. Ich bin ja, guck mal, sogar am Safety Car, wie weit ich zurückfalle von den anderen. Ja, ich sehe es. Entweder ich bremse eine Stunde vorher, aber dadurch verliere ich natürlich noch mehr Zeit. Oder ich schlitter einfach durch die Gegend. Das sind die Optionen, die ich habe. 30 Runden jetzt auf Regen, also. Die überrunden mich ja fünfmal. Innerhalb von einer Runde hat er 5 Sekunden auf mich. Und gleich, wenn er startet. Naja, du warst dann auch nicht ganz nah dran, aber ja, ja, also... Naja, die alternative Strategie lautet, wir gehen jetzt auf Intermediates. Ja. Ansonsten habe ich natürlich überhaupt keine Chance, also es sieht gerade cool aus, weil ich die an der Box so ein bisschen überholt habe. Aber ansonsten war ich ungefähr 10 bis 12 Sekunden ungefähr weg vom letzten Platz. Also ich habe gegen die KI im Qualifying schon keine Chance gehabt, aber auch jetzt hier im Rennen, im Regen auch noch. Das kannst du vergessen. Also das ist einfach nix. Ja, moin. Oh. Boah, Junge. Ich habe ihn berührt, okay, scheiße. Ich war mir nicht sicher, ich habe nicht gewusst, dass er vor mir vorbeikommt. Ist er? Es tut mir leid, dass ich ihn dadurch dann auch noch berührt habe. So, Intermediates verbessert natürlich die generelle Situation ein bisschen. Aber trotzdem wird es einfach nicht reichen, um da ranzukommen. Vor allem, weil die natürlich jetzt noch weiter wechseln. Boah. Oh. Junge, ich hab's Auto gerade so unter Kontrolle. Bekommst du deine Strafe? Ja. Ja, 10 Sekunden. 10 Sekunden? Die Rennleitung hat uns eine 10 Sekunden verpasst. Ja, du hast den Vorteil damit verschafft. Ich hab den Vorteil! Sonst wäre ich einfach im Gras gelandet. Ja. Ich hatte keinen Bock zu grasen. Klatsch, klatsch, kann ich gerade nicht. Ich hab's angemacht, aber. Warte, ich brauche eine gerade Strecke. Oh Mann, Hamilton. Nerv mich doch nicht. Naja, ein, zwei Runden braucht er noch. Wie viel hat er denn ungefähr, weißt du das? 1,26. Das heißt, er braucht nicht mehr noch ein paar Runden. Das heißt, er braucht höchstens noch die eine. Ja, ich sehe ihn schon. Blaue Flagge, blaue Flagge. Er geht an die Box. Echt?
Ja. Okay, Inters hoffentlich. Ja, nicht letzter Platz und noch nicht überrundet. GZ auf jeden Fall. Noch. Ich fände es ziemlich cool, wenn er gleich sagt, dass wir eine alternative Strategie haben. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 18,1 Sekunden. Dauert noch ein bisschen, weil es kommt ja noch Regen runter und alles. Also ich fahre mit denen einfach weiter, wenn nicht, dann platzen die halt, das ist mir auch egal. Ich sehe es gerade gar nicht ein, die jetzt nochmal auf Inters zu gehen. Fuck, mein Reifen links platzt gleich. Das ist nur der eine, aber er ist so krass viel schlechter als die anderen. 10% schlechter. Als nächstes passiert erstmal, dass Hamilton nicht überrundet. Das ist richtig, aber das ist wie es ist, sag ich mal. Er sagt, ich soll an die Box wegen der Stop-and-Go-Strafe, was? Was? Zeit, ich bin gerücht. Ja, ich auch. Werden wir gleich merken, wenn ich disqualifiziert bin. Hä, aber die wird doch hinten rangehängt. Er hat schon wieder eine schnellste Runde gefahren. Ist ja auch kein Stop and Go eigentlich. Eigentlich. Ja, jetzt kann es tatsächlich in ein, zwei Runden sein, dass trockene Reifen draufgezogen werden können, glaube ich. Wobei noch ein bisschen was von oben auch kommt, ne? Ja, aber. Ja, es kommt immer noch was. Ne, dann ist es noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit, aber es ist immer noch im Rahmen des Möglichen zu überlegen, noch draußen zu bleiben. Der hinten rechts hat nur 34. Digga ist aber auch über die Curbs drüber, muss man sagen. Ja, ich kann gerade nicht Konzentration, Junge. Ich kann nicht Konzentration. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Oh, Junge. Ich will die roten Reifen jetzt, die Softs. Digga, fahre ich gerade schlecht. Ich diese Kurve hasse, Mann. So ein Hagnock-Shit. Können wir jetzt bitte auf Trockenreifen wechseln? Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Kannst du ja machen, aber ist wahrscheinlich nicht so cool. Ja, es ist auch nicht so cool, jetzt fertig zu fahren mit denen. 60%. So, letzte Runde. Letzte Runde, 68% auf dem Reifen. Das packst du. Gerade den nötigen Abstand nach hinten. Damit ich Platz 17 bleibe. Mit meiner 10 Sekunden Strafe. Aber wenn der Reifen natürlich platzt oder ich hier einen fatalen Fehler mache, weil der Regen ja jetzt tatsächlich nachgelassen hat, also es regnet gerade nicht mehr. Ist nur noch eine nasse Strecke. Kann man mit Inters auch mal einen Fehler machen. Kann alles passieren. Weil in Sektor 3 könnte ich sogar mit Plattenreifen fahren, da fahre ich eh nicht schneller sonst. So auf Start-Ziel, wenn er platzt und mich dann links in die Wand reindrückt, das wäre geil. Ja. Mal schön rechts über den Curb drüber hauen. Über den Stein richtig fett. Sogar noch einer hinter mir. Blaue Flagge. Noch blaue Flagge, nochmal eine Strafe mitnehmen, oder? DRS aktiviert, hat er mir gerade angezeigt. Oh, Glückwunsch. Oh. Fuck, ja danke, ich bin immerhin zu Ende gefahren. Ich bin tatsächlich stolz darauf.
ein bisschen Regen trainiert, das ist gar nicht so schlecht, aber ansonsten war es natürlich ein crazy Rennen mal wieder. Leider beide keine Punkte. Wir sehen uns im nächsten Rennen. Ja. Macht's gut.